was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. Ja, was man hier sieht, ist jetzt der 1250er Wurlitzer aus dem Baujahr, also eigentlich ein Baujahr 50 Stück. Eigentlich sehr schön restauriert von Wolfgang. Ich bin eigentlich zum Wolfgang gekommen über einen Freund. Durch Zufall eigentlich auch, weil ich habe nie gedacht, dass es eigentlich so aushalten wird, wie es derzeit aushaltet bei mir mit den Boxen. Die Wurlitzer waren eigentlich die schönsten von der Bauart. Das hat einen Grund gehabt, sie haben einen super Designer gehabt, ja. Paul Fuller, der Kassen. Der hat von Anfang 40 bis Ende 50, also Ende 40, die schönsten Boxen gebaut. Schellack-Boxen wird vielleicht nicht jedem was sagen. Schellack sind die Grammophonplatten, rennen mit 78 Umdrehungen, sind auch wesentlich größer als Singleplatten. Von 40 bis Anfang der 50er Jahre, kann man sagen, war das die Box schlechthin. Also, da waren noch nicht Diskotheken oder sowas im Vordergrund, sondern da hat es halt noch Tanzcafé geheißen. Ne? Und in jedem besseren Wirtshaus oder Tanzcafé ist halt mal früher mal so eine Jukebox gestanden. Ne? Leider Gottes sind sie halt verschwunden mit der Zeit. Ne? Jetzt haben sie ein paar Sammler, sagen wir mal so, oder Liebhaber gefunden, die dann halt zusammenkaufen oder horten, so wie ich teilweise. Und ja, und wird halt gepflegt. Das ist groß, dass von Amerika kommen. In Österreich hat es eher wenig gegeben. Ja, zum Wolfgang zu sagen, also er ist halt einer der letzten Dinosaurier, der was sowas reparieren kann, muss man auch sagen. Und der Wolfgang kann das halt, ne? Der macht halt um und macht das. Und wie man sieht, wird es halt alles schön und funktioniert auch. Man kann das auch dallos spielen. Dann hat er dann mal eine Münze rein, ne? Wenn man ja hat. Ja, haben wir. Und druckt noch was. Der Mechanismus ist halt phänomenal, das in der Box. Die Geräusche. Das Problem ist einfach, dass man schauen muss, dass der Laden rennt. Ne? Und will ich jedem raten, was ich selber nicht mache, sich auch Zeit für sich zu nehmen. Man braucht eine Erholung und sagt so, jetzt mache ich mir nichts, jetzt fahre ich raus und entspanne mich. Ne? Kann ich nicht persönlich, das ist mir völlig unmöglich. So richtig so relaxen, wenn ich weiß, da ist die Haufen Arbeit da oder ich brauche Geld, ich muss Miete zahlen oder ich muss das zahlen. Nicht in Ordnung. Das sogenannte Stepper für den Fernwähler. Ja, der funktioniert nicht. Das muss dann schön zurückgehen. Aber gut, das kann man alles machen. Das ist kein Problem. Das ist eine Credit Unit von einer Seeburg.
die wir vorhin gesehen haben, das ist ein typischer Fall von abgebrannt. Das heißt, irgendwo ein Kurzschluss in den Kabeln und die verschmoren auf der Stelle. Also da geht keine Sicherung mehr durch, da kann man keinen Stecker mehr ziehen und die ist einfach hin. Ja? Auch die ganzen Kontakte korrodiert, abgebrochen. Wichtig bei so einer Maschine ist, dass sie komplett ist. Und dass sie nicht ganz devastiert ist. So wie es da ausschaut, ist es ganz in Ordnung. Kurze Erklärung, falls das wen interessiert, das ist ein Steuergerät, das ist schon elektronisch, Elektronik 50er Jahre, das ist der Verstärker, auch Technik 50er Jahre, Hi-Fi mit frequenzreiche Hochtöner, aber ganz gute Geräte, Ausgangsleistung 25 Watt und das sind wirklich robuste Maschinen, die nicht gebaut worden sind für Sammler oder für Freaks, sondern einfach nur um hohe Standzeiten beim Aufstellplatz zu erreichen. Mhm. Und dadurch, dass die dann noch binnen kürzester Zeit abgearbeitet waren, das heißt geldmäßig, 50er, 60er war das in halben Jahr auszahlte Maschine, die hat immerhin an die 80.000, 90.000 Schilling gekostet. Das war, glaube ich, was man sagen lassen, das war ein Eigenheim, mhm, beziehungsweise eine Eigentumswohnung. Ne? Und da gab es Aufsteller, die haben 300 Maschinen gehabt und alle ausbezahlt. Ne? Und darum waren es dann einfach in die 70er Jahre, wie der Boom nachließ, nichts mehr wert. Ne? So wie, ja, führ das weg oder ich schenke das oder gib mir 100 Schilling dafür. So in die Richtung. Ne? Und da sieht man Bauteile, die mit der Zeit halt schwach werden, wie Kondensatoren, also Elektrolytkondensatoren und normale Kondensatoren. Dioden, Gleichrichter, das muss man also auswechseln, aber dann funktioniert das wieder. Aber jetzt elektronisch, also schon mit dem Stand der Technik der 50er Jahre. Da sieht man hier zum Beispiel oben, das ist der sogenannte Quamat. Das heißt von Karoin, das sind kleine Ferritkerne drinnen. Die hat die Firma Seeberg verwendet und die Firma IBM oder IBM als Speichermatrix. Wenn man ins Technische Museum geht, sieht man so eine Tafel mit lauter so kleinen Speicherkernen, wo 5 Leitungen durchgehen. Und IBM hat das als Massenspeicher verwendet. Das heißt, die kann man setzen auf 0 und 1 und sind auch nicht löschbar. Das heißt, es halt die nächsten 500 Jahre würde die Memory da drin bleiben in dieser Speichermatrix. Mhm. Ne? Und Firma Seeburg waren die einzigen, die das damals und die IBM, die das verwendet haben überhaupt. Ne? Wenn die anderen Firmen, Rockwell, Army, Wurlitzer, alles mechanische Abtastungen hatten, war das schon elektronisch. Ja, ne? Völlig verschleißfrei, 5er Garantie. Wurde immer aufgemacht, weil die Leute immer eingeschaut haben, was ist da drinnen überhaupt. Ne? Und es gibt ganz wenige Leute, die das reparieren können. Es sind ganz feine Drähte, gehen durch diese Ferritkerne durch. Ne? Aber es ist, wenn es funktioniert, ist es eine einmalige Geschichte und verschleißfrei. Das ist halt Ingenieurkunst. Und Seeberg hat es auf die Spitze getrieben, auch in den späteren Jahren. Aber die waren einfach die Besten. Ne? So waren immer die größten Prisler zugange. Ja. Ja, wenn das wieder funktioniert schön und so alles da ist, dann schaut die wieder aus in etwa wie damals. Ne? Und da kommen die Erinnerungen, ob sie schön sind oder nicht, die kommen halt daher. Aber die Fragen weiß ich ja nicht. Du verkommst ein bisschen schlecht. Ja, wenn man unvorbereitet da in die Arbeit geht, hörst du den Werdegang nochmal. Den Werdegang, das wäre... Kurze Worte. Was für Werdegang? Von wo? Ja, wie bist du zu dem gekommen bist dort? Wie du von der Werbewirtschaft sozusagen in die Mechanik gekommen bist. Der Werbewirtschaft in die Mechanik. Na gut, das machen wir, ja. Ich habe den Faden verloren, aber es macht nichts, ich schneide es sowieso alles aus.